Hallo. Okay, Ton funktioniert. Aber man kann sich ja auch für Und jung. feministische Themen interessieren, wenn man nicht selber weiblich ist. Genauso wie man sich auch gegen oder für sonstige marginalisierte Gruppen einsetzen kann, wenn man denen nicht zugehört. Sonst wäre die Welt ja furchtbar, wenn Ich sich hoffe immer jetzt nur Leute aber. für die Dinge einsetzen würden, die sie selber betreffen. Und deswegen können sich natürlich auch Männer dafür einsetzen. Ja. Also finde ich auch, also absolut, ja. Und So wenn wie ich sie sich halt. jetzt zum Beispiel, um vielleicht auch aufs Thema so ein bisschen zu kommen, wenn ich das anspreche, dass ich aus sämtlichen Statistiken immer wieder das Bild bekomme, dass meine User und Zuschauer zu 85 bis 90% männlich sind, dann ist das jetzt was, was ich durchaus, was ich kritisch hinterfrage und wo ich ganz gerne versuchen würde, die Gründe zu verstehen. Ob es einfach jetzt ganz banal behavioristisch sozusagen, also männliches Modell hat, führt zu männlichen Nachahmen. Das wäre jetzt so also Thorndike im Grunde. Ob es tatsächlich einfach so ist, dass Orgel und Kirchenmusik eine Männerdomäne ist. Weil dann haben wir sozusagen eine andere Ausgangsgröße Aber kann statistisch. es auch daran liegen, dass ich, also dass es auch viele Pfarrer oder so gibt, die deine Videos klicken und halt die per Definition in der katholischen Kirche halt männlich sind? Mein Surface hat mich heute nach dem Friseurbesuch erstmal nicht mehr erkannt, ja. Hast du ein Durchschnittsalter von deinen Usern? Magst du es preisgeben? Das würde mich voll interessieren. Durchschnittsalter ist sehr, sehr niedrig, also irgendwo um die 25 würde ich jetzt sagen. Das ist ja das große Problem. Also in der Kirche habe ich eine völlig andere Klientel als auf YouTube, weil alle, die in der Kirche sind, oder nicht alle, aber von denen, die in der Kirche sind, sind vielleicht 20% online relevant und von denen vielleicht nur 5% potenziell an dem interessiert, was ich mache. Die, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, die sind sowieso schon erreicht sozusagen und die, also Ja. die gehen da ja eh hin und kriegen auch da ihre Dröhnung ab. Aber wenn du damit Leute erreichst, die vielleicht nicht jeden Sonntag zur Kirche gehen oder noch nicht, dann ist es halt voll gut eigentlich. Also. das stimmt. Und da auf diese Rückmeldung bin ich besonders stolz. Und das wäre übrigens der Punkt, wo ich mal auf meine Umfrage verweisen könnte. Aber ich sag mal so, ich würde mich über eine größere Schnittmenge freuen. Also wenn irgendwie das mehr verzahnt wird, würde, weil halt einfach. Wie gesagt, die, die meine Videos kennen und Kirchgänger sind, die sind in der Regel irgendwie Profis. Ja? Also die haben ein praktisches Interesse. Und dann gibt es viele, sagen wir mal, distanzierte, teilweise sogar Kirchenkritiker oder Gegner oder sowas, die mir auch zuhauf geschrieben haben, sie hören meine Videos, weil ihnen das im Grunde sowas wie Sakralität gibt. Also das Gefühl, irgendwie religiös andächtig zu sein, oder ich weiß auch von einigen, die das am Sonntag ganz bewusst machen, sich hinzusetzen und sich auch zu verfolgen, was ist heute in der Liturgie dran und was hat der Ludwig dazu gesagt und so weiter und so fort. Aber für die trotzdem, und zwar erklärtermaßen, dass ihnen die Schwelle, eine reelle Kirche zu übertreten, viel zu hoch wäre. Also dass da Kirche gleichzeitig immer noch viel zu fremd für sie ist, um tatsächlich in eine echte Messe zu gehen. Auch wenn das übrigens auch passiert ist. Ich habe sie dazu geführt, wieder in die Kirche zu gehen, wieder anzufangen, sich im Glauben auseinanderzusetzen. Oder die krasseste Rückmeldung meine Beiträge waren der letzte Punkt, warum sich jemand dann doch entschieden hat, ins Priesterseminar einzutreten. Das finde ich dann schon. Das sind dann schon, ja, das sind schon dann ja, so Kaliber, ne? Die es ohne so eine Ja, krass. Internetarbeit nicht gäbe halt, ne? Aber auch bei mir hat das ja einen Effekt abseits von der Musik. Also ich glaube auch, dass du da auch das nicht unterschätzen solltest, dass auch Leute, die deine Videos gucken und halt auch selber Orgel spielen, davon noch in anderer Art und Weise profitieren können. Und ich finde es halt auch super lustig, dass du sagst, dass die Leute nie selber in die Kirche gehen müssen, weil du sitzt ja. Also gut, wenn du jetzt halt zu Hause Livestream machst, nicht, aber wenn du halt so dein klassisches Video hast von Gotteslob-Lied XY, dann sitzt du ja in der Kirche und machst das live, während das passiert und Leute machen das. Aber ich kann das auch nachvollziehen. Also gerade auch in den Phasen, wo ich irgendwie im Ausland war, habe ich halt super gerne irgendwie diese ZDF-Gottesdienste oder so im Hintergrund laufen gehabt. YouTube-Sachen. Einfach weil ich dieses Lied und dann im Ausland so vermisst hat und mir das halt auch ja, so ein Heimatgefühl liefern konnte. Und also ich kann schon verstehen, warum man aus Nostalgiegründen einfach irgendwelche Gottesdienst-Livestreams einschaltet, unterschiedliche Predigten zu hören. Also
das finde ich auch cool, wenn ich halt dann am Wochenende drei Gottesdienste habe, aber in verschiedenen Gemeinden zu sehen, dann höre ich auch manchmal ganz besonders zu, weil dann kann ich halt dem Pfarrer das nachher um die Ohren hauen, dass sein Kollege da ja komplett das Gegenteil drin gesehen Weißt, hat. also ich habe lieber eine gut vorgelesene Konserve als ein zusammengestöpseltes Zeug, was am Ende völlig aussagelos ist. Ich sitze eher in der Kirche und denke mir so, der sagt eigentlich gerade gar nicht so schlechte Dinge und bringt die auch gar nicht so schlecht rüber, aber eigentlich hatte ich den gar nicht so eingeschätzt und fand den ja nicht so super cool. Jetzt muss ich das nochmal überdenken, anstatt umgekehrt. Also, ich finde gerade bei so mündlich vorgelesenen Text muss halt eine klare Struktur erkennbar sein, damit ich am Ende noch weiß, worüber am Anfang geredet wurde. Ja. So. Und was ich halt auch nicht so mag bei Predigten ist, wenn die Priester halt so einfach irgendwelche Storys erzählen, so randommäßig. Also so entweder so Leute, die auch Lehrer waren, wo ich denke so, okay, ich bin jetzt aber keine 12 und nicht dein Rallye-Schüler und du kannst mit mir auf einer ganz normalen Erwachsenenebene reden. Oder halt so randommäßig irgendwelche Geschichten aus ihrem Leben erzählen, wo ich halt dann auch nicht weiß, machen sie sich jetzt wichtig oder machen sie das halt wirklich, weil sie halt irgendwie was Cooles beitragen wollen und das wirklich einen Impact Also, hat in meinem Leben. dazu Dem Bibeltext. die frei erfundene Story als Aufhänger. Echt? Die erfinden das nur? Also, wenn du schon erfindest, dann erfinde halt wenigstens gut und nicht so, ja. Ja, eins ist eins, ne? Dabei klappt es ja schon theologisch nicht, weil wir sagen, eins ist drei. Zumindest wenn es um die Dreifaltigkeit geht. Mei, ist es Also kompliziert. ich habe jetzt letztens eine Erklärung gehört, von wegen, das sei das einzige Chaos im Sinne von, das sei alles irgendwie durchmixt und man müsste nie was ist. Und ich musste halt auch aus meinem Physiker-Hintergrund hart an so Neutrino-Oszillationen denken. Also ich weiß jetzt nicht, ob jemand was Ich sagt, bitte dich, aber die Neutrino-Oszillation mal kurz einfach zu erklären. es gibt drei Arten von Neutrino, also Elektron-Myon und Tau-Neutrinos. Und die sind schon ziemlich anders eigentlich von den Eigenschaften, aber das Neutrino oszilliert jetzt, das heißt, es wandelt sich immer in diese Zustände um. Und wenn man es halt dann misst, dann kann man schon sagen, was es ist, aber es ist halt eigentlich so eine Kurve und dann halt mal mehr, mal weniger der eine und der andere Zustand. Also man kann das, ja, und das ist halt schon voll heftig. Also das wäre so, wie wenn du jetzt Ludwig wärst, im nächsten Moment Lara und im nächsten Moment dein Pfarrer, oder? Also ist halt schon krass und das geht aber halt nur, wenn das Ding auch eine Masse hat, physikalisch gesehen. Und deswegen sind wir schon bei Physik hinter dem Standardmodell. Und das ist halt echt spannend. Und das ist halt auch so, dass man halt das halt immer auch oft so Zwischenzustände ist und immer so ein bisschen durchmischt. Und das hat mich halt, also als ich das gehört habe von diesen, so dieses Dreifaltigkeit ist das einzige Chaos und man weiß nie, was wirklich und eigentlich ist es alles zusammen, muss ich halt super an diese Neutrino-Oszillation denken und fand es halt krass wichtig. Es ist genau das Problem, weil die Reduktion muss genau da aufhören, wo es falsch wird. Und da genau immer den Spagat zu finden, ist auch das übrigens, was ich mit den Beicht-FAQ-Fragen versuche. Antworten zu liefern, die einerseits sachlich korrekt sind, andererseits sprachlich leicht und drittens aber jetzt nicht das übliche Kirchensprech sind. Und das ist echt eine Herausforderung. Ja, eigentlich so der Punkt, wenn du zwei verschiedene Systeme hast, die irgendwie nicht zusammenzubringen sind und auch nicht gemeinsam betrachtet werden können, aber beide Teil einer Wahrheit sind. Ja, aber also kann ich da nochmal einschreiten Ja. physikalisch? Also wenn du sagst, Licht kann wahlweise erzeichnen als Welle beschrieben, finde ich es nicht so. Dann Also man muss da klär mich vorsichtig sein. auf. Man kann auch nicht sagen, Licht ist Teilchen oder Licht ist Welle, sondern es gibt Situationen, in denen Licht als Teilchen beschrieben werden kann und es gibt Situationen, in denen Licht als Welle beschrieben werden kann. So ist es, glaube ich, eine relativ unverfängliche Okay, ich Formulierung. Und möchte mal gerade eine so. Zwischenfrage stellen, einfach so. Naja, kann man als Physiker glauben? Ich glaube ja, und ich kenne auch erstaunlich viele, die das tun, also, dass man da irgendwann drauf stößt, okay, diese Welt ist so krass komplex und wir können das gar nicht wissen und dass dann halt auch wieder Glaube anfängt. Also ich glaube, gerade so bei anderen Naturwissenschaften oder so ist es nicht so ausgeprägt und ich kenne voll viele, die zumindest irgendwie Agnostiker sind und also ja, ich habe auch einen Professor, der auch Organist ist. Ich würde gerne mal auf den Punkt der deskriptiven Wissenschaft eingehen. Der ist nämlich genau eigentlich der passende. Also eine deskriptive Beschreibung der Wissenschaft heißt im Grunde, sie beobachtet ein Phänomen und sucht sowas wie Ursache und Wirkung irgendwie zusammenzubringen. Oh ja, jetzt kann ich mein Philosophie-Seminar gut bringen. Einfach, also, dass es einen monistischen Ansatz gibt in den Naturwissenschaften. Im Sinne von monistisch heißt, ich suche immer nach Gesetzmäßigkeiten und finde ein Regelwerk. Und dass eben
die Geisteswissenschaften jetzt nicht sagen, okay, ich suche ein monistisches Werk, sondern ich will jeden, zum Beispiel in den Literaturwissenschaften, jeden Autor und jedes Werk einfach in seiner Einzelheit im Detail genau beschreiben und nicht eben auf dieses Abstraktionsniveau kommen. Also ob diese Prämisse sinnvoll ist am Ende. Also ob es überhaupt gut ist, auf so ein, also auf ein monistisches Prinzip zurückzukommen, weil, naja, dann letztendlich verengt man thematisch und schießt sich auf den einen Weg ein und dann heißt es eben, dass man sich von 99 anderen sinngemäß verabschieden will. Naja, also der Physiker geht her und kann dir eben sagen, also irgendwie der Blitz schlägt ein und jemand fragt, lieber Physiker, warum schlägt der Blitz ein? Dann kann der das erklären, was da wie passiert und wie irgendwelche Lüfte zirkulieren und sich irgendwas auflädt und am Ende kommt der große Knall. Ja, aber der Punkt ist sozusagen, dass der Physiker dir keine Sinnfragen beantwortet. Ja. Natürlich, das sind auch Fragen, die halt, das wird ja auch die Medizin nicht sagen und das ist auch nicht der Anspruch von Physik oder zumindest nicht den Anspruch, den ich in Physik sehe. Das ist im Grunde der Punkt, also das Deskriptive ist die Ebene, die beschreibt einfach nur, was ist hier auf der naturwissenschaftlichen Ebene passiert und die performative Ebene fragt eigentlich nach dem Sinn dahinter, also nach dem Wozu oder Warum, aus dem Sinne, um eine Deutung zu finden und das kann die Naturwissenschaft nicht leisten. Wenn wir jetzt so von Leuten wie Intelligent Design oder irgendwelchen Kreationisten herkommen, ja, da haben wir genau den methodischen Fehler, der hier sozusagen andersrum passiert. Sie gehen her und nehmen die Genesis, die ein sinnstiftender Text ist, ja, wenn man so will, eine Ätiologie, eine Antwortgeschichte, die irgendwie auf die Sinnfragen des Lebens antwortet. Aber das Schöne ist sozusagen, dass Physik und Theologie wunderbar nebeneinander bestehen kann und sich überhaupt nicht ins Gehege kommt, wenn man einfach nur sich an eine Regel hält, sich an die Spielregel zu halten, nämlich nicht zu versuchen oder so doof zu sein, also mit den falschen Spielregeln ein anderes Spiel zu spielen. Am meisten davon abhängig, ob du halt diese Beziehungsgrundlage zu Gott in deiner Kindheit gelegt wurde oder nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du dann in die Kirche gehen wirst und ein gläubiger Mensch wirst, wenn du halt das halt als Kind nicht mitbekommen hast in deinem Elternhaus und auch sonst nie und nicht irgendwie ein super einschlägiges Erlebnis in deinem Leben passiert ist, was sich irgendwie verändert hat, ist halt relativ gering. Wohingegen, wenn du das irgendwie so was war, was du so ein bisschen mitbekommen hast von zu Hause, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch einfach ein gläubiger Mensch bleibt oder wird oder ist, glaube ich, auch definitiv höher. Also ich glaube, das macht einen viel größeren Unterschied, als ob man jetzt Physik studiert oder nicht. Also der Sozialisationsaspekt wäre das dann im Grunde, der ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Und ich hab das eigentlich oft andersrum erlebt bei Kommilitonen oder bei Mitschülern, die zum Beispiel nicht religiös erzogen wurden und auch nicht getauft wurden. Und da hat man ganz häufig so den Fall gehabt, dann wurden die so erwachsen und standen vor einem Riesenwald an religiöser Grundthematik. Also eine Riesenpalette an Wertangeboten, sage ich jetzt mal. Und jetzt stehst du da und musst dich da irgendwie positionieren. Und was dann ganz häufig passiert, wenn man eben keine Sozialisation erfahren hat, dahingehend, dass das Thema einfach geparkt wird. Das heißt, die Leute beackern es einfach gar nicht und dann gibt es noch zwei Möglichkeiten. Entweder es passiert irgendwas ganz Schlimmes, ja, und plötzlich wird es wieder akut, oder es ist im Grunde zeitlebens, also der Kommunismus zeigt ja, dass man das wunderbar machen kann, ja, dass man den Leuten die Religion im Grunde aberziehen kann. Klar, du kannst dich damit dann befassen, aber halt, ob du dann eine Gottesbeziehung hinbekommen kannst, die für andere selbstverständlich ist, wenn sie das von ihrem Kind auch gelernt haben. Also da ist, glaube ich, auch super viel Prägung einfach drin, oder? Da ging es um die Frage, du hast erzählt von einem Pfarrer, der auch vom Burnout in der Bibel gesprochen hat. Und das Paradebeispiel ist tatsächlich 1. Könige 19. Das ist nämlich Elia am Berg Horeb. Okay, aber also, warum ist jetzt so sinnvoll? Weil die Aussage dahinter, die gemeint ist, nach dem Feuer kam die absolute Stille. Also so wie einmal Mute, Ton aus. Das Spannende ist sozusagen, der Elia brennt für sein Anliegen, ja, und schafft es, die halbe Welt einzureißen, bis die Leute ihm nach dem Leben trachten, also sie wollen ihn abmurksen. Und das ist dann genau der Punkt, er bekommt Angst, das ist das erste Stichwort sozusagen,
Er flieht in die Wüste und dann flieht er aber in die Wüste nicht, um sich zu retten, sondern eigentlich, um von sich aus sterben zu wollen. Und legt sich hin, kann nicht essen, ja, schläft die ganze Zeit und will eigentlich nur noch seine Ruhe haben und in Frieden sterben. Und das sind im Grunde die klassischen Symptome einer Depression. Und dann ist es aber genau das: Essen, Trinken, Laufen und dann kommt eben nochmal diese besondere Form der Gotteserfahrung am Horeb, die dann im absoluten Mute endet. Aller früher, als es noch dunkel war, stand er auf, ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagte er zu ihnen: Alle suchen dich. Er antwortete: Lasst uns anderswo hingehen, in benachbarte Dörfer, damit ich auch dort predige. Genau, die Lesung war das, weil halt Jesus so in Ruhephasen unterbrochen wird und Unterlass predigt und so. Und weil er einfach super fertig ist und dann kommt er irgendwo hin und weil er halt, keine Ahnung, weil er nicht so einen Rückzugsort hat, sondern dann kommt er irgendwo hin, Tag ist gelaufen und er ist halt immer noch gefordert. So. Ja. Oder sag mal, warum bist du denn Ich würde Organistin? vorhin, ich bin kirchlich aufgewachsen, kirchlich geprägt worden, war 10 Jahre lang Messinerin und also ich war musikalisch vorgeprägt. Irgendwann wollte ich unbedingt Orgel lernen. Ich weiß, die Stadt, wo ich hinziehe, da gibt es ein Angebot und ich wusste, wo ich mich bewerben kann und so. Ja, und dann habe ich das ein Jahr lang gewusst und habe es aber auch absichtlich niemandem erzählt, weil ich dachte, oh Gott, die treiben mir das alle aus. Und dann habe ich mich beworben und das hat geklappt. Und ja, dann, ich habe sogar geheult vor Freude im Bus, als ich wusste, dass es geklappt hat. Ne? Ja, obwohl auch viel passiert ist, wo man irgendwie auch den Spaß an dem Ganzen verlieren könnte. Muss ich sagen, dass es eine sehr, sehr gute Entscheidung war, damit anzufangen und ich froh war, diesem inneren Wunsch gefolgt zu sein. Also, ja, so ein bisschen wie wenn man so eine verliebt ist und dann irgendwann ist es vielleicht so normaler, dass man eben jetzt mit dieser Liebe durchs Leben geht, aber es ist immer noch schön und wertvoll. Was kannst du mir für Tipps geben? Ich habe in ein paar Wochen die D-Prüfung. Ist ja gar keine Prüfung, wo einen irgendjemand was Schlechtes will. Also ich kriege öfter die Frage, so nach dem Motto: Ludwig, wann ist es zu spät, um noch ein Instrument zu lernen? Und ich sage immer, das ist doch völlig egal. Ich würde auch eine 96-Jährige noch unterrichten als Einsteigerin. Das wäre jetzt völlig egal, ja. Oh, zu 1. Korinther 11 würde ich auch tatsächlich noch bei Gelegenheit was sagen. Das juckt mich schon die ganze Zeit, seitdem ich es da lese. Also wer unwürdig empfängt, isst und trinkt sich das Gericht, ja. Und dann gab es einen Missstand, nämlich ganz banal, es steht auch einfach im Text, dass die Adeligen bis zur Eucharistie im Grunde schon rotzbesoffen waren. Und dann haut Paulus auf die Kacke und sagt: Also Leute, das ist jetzt nicht der Sinn der Übung des Herrenmahls. Es kann nicht sein, dass ihr da euch jetzt schon mal irgendwie einen hinter die Binde kippt. Und da sagt er dann sozusagen, also das ist unwürdig, und wer unwürdig isst und trinkt, trinkt sich damit das Gericht. Dass die biblische Aussage gibt, dass man sich mit der Eucharistie auch das Gericht zuziehen kann. Allerdings, das jetzt einfach auf die Beichte runterzubrechen. So kurz ist der Draht dann zwischen Bibeltext und Kirchengebet. Dann auch wieder nicht. Ja, um die 40. Und wie viel brauchst du, um dafür zumindest potenziell eine Abschlussarbeit zu schreiben? Oh, das weiß ich noch nicht. Ja, je mehr, desto besser. Hier auf der Startseite findet ihr die Rubrik Aktuelle Umfrage. Und wenn ihr darauf klickt, könnt ihr mir den einmaligen Gefallen tun und an einer wissenschaftlichen Umfrage teilnehmen. Euer Verhältnis zu Glaube und Kirche. Und abschließend noch so ganz simple Fragen, nämlich: Wie seid ihr auf Lingualpfeife gestoßen und warum ist euch dieser Kanal wichtig? Diese Datenerhebung führt hinterher, dass wir mal seriös auswerten können, welchen Einfluss das Internet auf Kirche, Glaube, Religion heute in der Praxis hat. Wenn es gut läuft, kriegen wir so viel Daten zusammen, dass ich an der Uni daraus auch eine Arbeit strecken kann. Nur da müsst ihr mir halt ein bisschen helfen. Das ist das sogenannte Beichtstool. Plattform, um gute Beichtväter zu vermitteln.